Waffen hätte ich eigentlich ganz gerne. Brauchen wir auch Kobalt für. Ja, weil dann kriegen wir das Snipergewehr. Mit dem Snipergewehr können wir dann eventuell bei der nächsten Evolutionsstufe mitarbeiten. Also wenn die Kings kommen, können wir nicht mehr wirklich in so eine Basis reinrennen und im Kreis laufen. Also können wir schon, aber dann spawnen mehrere Kings und dann ziehen wir drei, vier Könige zu unserer Basis und die kriegen wir nicht klein. Damit könnten wir es vielleicht umgehen. Das heißt, ich erforsche jetzt wirklich. Boah, es ist teuer. Das heißt, ich erforsche jetzt wirklich bald das da. Aber jetzt machen wir erstmal. Follower-Bots, die sollen ganz nett sein. Logistik-Robot-Cargos. Ich hätte eigentlich ganz gerne die besseren Logistikroboter, die schnelleren. Wo sind die? Da? Logistik-Robots 1. Brauch Logistik-Systems. Brauch auch 250 davon. Och, ihr seid doch alle doof. Ich glaube, ich erforsche erstmal gar nichts. Und lasse ich die hellblauen Tränke erholen. Und unsere Eisenvorräte und Kupfervorräte und. Den glaube ich auch nicht schlecht. Das ist ein sehr schönes Eisenfeld. Wir haben hier aber zu viele Würmer. Zu viele Biter-Spawner. Das wird knapp. Fender-Capsules bringen fast gar nichts. Ich bin nicht zuversichtlich bei dem Ding. Oh, ich habe auch keine. Ja, nee. Ja, ich habe nur auf die Munition geguckt. Ich habe nicht darauf geachtet, dass ich keine Slowdown-Capsules mehr habe. Das muss ich jetzt knicken. Hier hinten sind auch Biter. Nee. Das Einzige, was ich jetzt knacken könnte, wäre eine Basis, die komplett nur aus Bitter-Spawnern besteht. Was recht unwahrscheinlich ist. Also ab nach Hause, Stahl abgreifen, neue Slowdown-Module bauen. Und sich um das Alltägliche in der Basis zu kümmern. Und du machst da draus mal 200. So. Ding, 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 ding. Ach so, und die ganzen Mauern müssten jetzt angeflogen kommen, ne? Jetzt. Genau, die fliegen jetzt alle los und holen Mauern. Wie schaut es mit Sandmauern aus? Ah, sehr gut. Was fehlt hier? Sandsäcke. Oh, ich muss demnächst wieder von hier hinten Sand holen. Oh, ist okay. Strom, nee, geht so. Den da kann ich mal mitnehmen. Oh, wir haben ganz schön viele Leichen. Kümmere ich mich bei Zeiten auch drum. Da sind ein paar Mauern, aber es sind nicht so viele, wie ich gedacht hätte. Und was sagen die Zahlen? Die Zahlen sagen, wir haben genug Eisen. Ja, 3000 Eisenplatten, das ist sehr schön. Stahl, allerdings immer noch zu wenig. Kupfer nicht existent. Okay. Gucken wir, ob beim Kupfer irgendwas schiefgelaufen ist. Nein. Das heißt, wir bräuchten jetzt einfach nur davon noch mehr. Also mach bitte da ein davon hin, da ein davon hin. Du bekommst. Eigentlich brauchst du die anderen. Eigentlich brauchst du die da. Dann ein Ärmchen. Und dann hier ein Fließband lang. Dann mache ich aber hier auch noch einen davon. Das Muster. Also die Anordnung von meinen Mining Drills und den Schmelzöfen bei unseren Minen ist total komisch. Aber ja, Hauptsache es klappt. So. Das heißt, es liegt denn hier auf dem Fließband. Das Ganze läuft dann da rum und läuft dann da drauf. Das sollte hinhauen. Das heißt, du brauchst. Pollution-Module, Pollution-Module. Du brauchst Stromsparmodule, Stromsparmodule. Okay, und dann haut das hoffentlich langsam auch mal mit dem Kupfer wieder hin. Du brauchst hier noch einen Pole. Ich muss jetzt echt die Dinger von Hand bauen, weil ich keinen Bock habe, da hinten hinzulaufen. Abbrechen bitte. Du, da. Da seid ihr. Ups. So. Alle haben Module, Module, Module.
Okay, also zwei Einheiten von Schmelzöfen und Drill mehr, die Kupfer produzieren. Sollte eigentlich schon mal ein bisschen helfen. Okay. Was wollte ich noch? Ich wollte die Mauern sitzen im Osten. Ich wollte die MK-Rüstung bauen. Hier alles einschmelzen, bitte. Wie schaut das aus mit denen hier? Viel Stahl, viel Stahl. Okay. Ich habe hier noch einen Schmelzofen über. Nö. Bauen wir bitte ein. Dann bauen wir hier noch einen hin, der Stahl produziert. Gib mir. Wobei ich das echt nicht verstehe. Die einzigen, die Stahl verbrauchen, sind die Roboter. Indirekt, weil sie halt die Engines brauchen. Die brauchen Stahl. Und die hellblauen Tränke. Aber wenn ich das hier richtig sehe, werden die hellblauen Tränke gar nicht wirklich hergestellt, weil die Ärmchen fehlen. Weil grüne Chips fehlen. Weil die grünen Chips gebraucht werden für rote Chips und weil die roten Chips gebraucht werden für die blauen Chips. Und wie ich das vorher prognostiziert hatte, fressen jetzt unsere blauen Chips alles andere auf. Oh, hier ist Ende im Gelände. Da. Bräuchte eigentlich auch für die anderen Module. Nee. So, aber gut. Ich glaube, wir brauchen noch einen Schmelzofen für irgendwas. Bau den mal. Ja, rote Chips gehen auch weg. Doof, 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 doof. Na gut, dann klaue ich mir hier Stahl. Und es war eine gute Idee, nicht zu forschen. Weil wir kommen momentan echt nicht hinterher damit. Ja, okay. Fuel Blocks. Schaut gut aus. Okay, was mache ich jetzt? Im Osten das Ding bauen? Oder warten, bis die Sachen fertig sind für die MK3-Rüstung? Ja, bauen wir jeweils ein und arbeitet wieder mal im Osten. Ja, ist okay. Wir sind auch nicht voll. Die Grünen jedenfalls. Krass, 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 krass. Du, weg. Wie schaut es hier aus? Schweröl ist leer. Lubricant ist aber voll. Lubricant ist das Einzige, was wir brauchen. Für die Dinger. Schweröl an sich brauchen wir ja gar nicht. Petroleumgas ist leer. Das ist unerwartet. Es hapert am Öl. Ich hatte... Genau. Ich hatte vor zig Folgen mal angefangen, die Pumpjacks wieder zu bauen. Mach den bitte dahin und verbinde den bitte mit... Abbrechen, abbrechen mit ganz normalen Rohren. So, das sollte schon mal helfen. Und den zweiten... dahin... und mit ganz normalen Rohren da dran. Ja, sehr gut. Das sieht schon besser aus. Gluck, 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 gluck. Also momentan geht es noch, dass wir immer wieder neue Pumpjacks anschließen, aber irgendwann müssen wir wirklich auf MK2 Pumpjacks umstellen. Aber das irgendwann ist noch nicht jetzt und wir haben jetzt gerade Wichtigeres zu tun. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Blaue Chips brauche ich erstmal nicht und ich würde es eigentlich fast ganz gerne anhalten. Aber nur fast. Weil ich weiß, wenn ich sie jetzt anhalte, dann werde ich in ein paar Folgen fluchen. Warum habe ich bloß das ausgemacht? Ich brauche doch jetzt so viele blaue Chips. Genau das wird nämlich dann passieren. Deswegen lasse ich die jetzt arbeiten, auch wenn es ziemlich viele von unseren Ressourcen wegfrisst. Schlage ich mal eine kleine Bresche rein. Da, ganz hinten. Was ist da blau? Achso, das ist Blei. Sah aus wie ein blauer Baum. Ich suche ja noch so halb zumindest die Schwefelbäume. Habe ich immer noch keinen von gesehen. Aber es kann gut sein, dass man eine neue Welt dafür starten muss. Wir haben ja mit der 1.0.0-Version angefangen. Inzwischen sind ja doch einige Patches draußen. Wo halt auch die Schwefelbäume mit reingekommen sind. Das heißt, eventuell werden wir die gar nicht finden. Wobei ich das jetzt nicht so wirklich schlimm sehe. Schwefel können wir auch ganz gut
so herstellen. Es wird auf keinen Fall reichen, aber es ist schon mal ein guter Anfang. Oh. Schöne Ölfelder. Wollen wir das Ganze hier noch ein bisschen weiter nach Osten verlegen? Könnte man reparieren, aber nee. So, ja, wie gesagt, reicht nicht ganz, aber ist ein guter Anfang. Blei oder Silber mitnehmen? Nee, ich denke nicht. Wir gehen jetzt einfach nach Hause und hoffen, dass inzwischen genug Stahl da ist, damit ich die Dinge endlich bauen kann. Das Tungsten könnte ja sogar schon fertig sein. Reicht aber halt alleine nicht. Weg. Hin. Und selbst wenn wir die Power Armor MK2 dann hätten, wir müssten sie noch erstmal füllen mit einem zweiten Fusionsreaktor und mit MK2-Schilden. MK2-Schilde haben wir aber auch noch nicht genug. Wir haben noch nicht mal genug, um die MK1-Rüstung damit zu füllen. Also ja. Ist ein bisschen dubios. Und mir ist eingefallen, wofür ich den Schmelzofen haben wollte. Für mehr Stahl. Zack. Zack. Shift rechts, Shift links. So, ich hätte gerne eine rote Kiste. Eine rote Kiste ist fertig. Tu da rein. Und beschränk dich bitte auf... Was hatten wir gemacht? Zwei? Ja, zwei. Okay. Achso, und du brauchst hier... Nicht die. Nicht die, sondern die da. Oh, ganz viel Eisen. Was sagt das System? Das System sagt, wir haben inzwischen noch viel mehr Eisen, aber immer noch nicht genug Kupfer. Ha, gerade erst Kupfer dazu geschmissen. Zwei ganz neue Dinger dazu. Und wir forschen immer noch nicht, ne? Wenn ich jetzt die Forschung noch anschmeißen würde, hätten wir noch einen höheren Verbrauch. Das ist echt abgefahren. Warum arbeitest du nicht? Ah, Fehler. Ja gut, es hilft nichts, wenn man zwei hinzufügt, wenn man insgesamt sechs dafür ausschaltet durch so einen doofen kleinen Bug da. Machen wir das mal so. Und mach mal. Nee. Bau mal einen Splitter. Warum brauchen wir ein schnelles Fließ? Achso, ich habe mich verklickt wahrscheinlich. Okay, bau den zu Ende, bau das da. Gib mir den Splitter und dann machen wir das so, dass sich das nicht alles so staut. Man staut sich eh nicht. Okay, dann haben wir Splitter fürs nächste Mal. Also jetzt sollte das, ne, wieder in geordnete Bahn laufen, das ist gut. Roboter haben wir immer noch 100 auf Vorrat. Das ist auch gut. Wie schaut es mit den hellblauen Tränken aus? Nee, hellblaue Tränke. Oh. Ah, nee, da. Ich dachte schon, ich hätte das Ding hier abgerissen. Hier. Grüne Chips. Ja, grüne Chips sollten jetzt hier wieder mehr werden. Wenn Draht mehr wird. Ist durchgehend am Rotieren. Eigentlich sollte man zusehen können, wie der Draht sich im System langsam hocharbeitet in der Liste. Aber ich sehe da nichts. Alles instant verbraten. Na gut, warten wir erstmal ab. Weil es bringt jetzt auch nichts, noch eine Fabrik zu bauen, die Draht herstellt, wenn wir eh nicht genug Kupfer haben, um selbst die beiden komplett zufriedenzustellen. Kann man recht gut an der Zahl hier ablesen, wie viel Kupfer für die eine Kiste drin ist. Wenn das hier irgendwann 200 werden würde, oder zumindest in die Richtung geht, dann wüssten wir haben mehr Kupfer, als wir verbrauchen. Ist aber definitiv nicht der Fall. Also lassen wir das. Smog wird immer mehr. Bist du das da unten? Oh, kann es sein, dass wir dir keine Pollution-Module gegeben haben? Das könnte echt sein. Was? Achso. Jo, hier mehr Pollution-Module.
das wollte ich gar nicht.